Turnierbaum. Gibst du uns mal ganz kurz rüber? Wir schauen in den Turnierbaum, Leute. Wir haben jetzt Gnu vs. Ung im Halbfinale vs. Rumatra gegen Weltenfresser. Das ist unser Halbfinale, Leute. Gnu gegen Unge, das ist schon eine wilde Nummer. Das heißt, es entscheidet sich gleich, wer ist der erste Finalist in unserem großen Beyblade-Turnier. Es bleibt spannend. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Hast du einen Favoriten? Nee. Ne? Okay. Wir brauchen ein bisschen Nebel, wir brauchen ein bisschen Epicness. Wir machen ein bisschen Nebel rein. Ein bisschen Nebel ist da. Ich habe einen Rechtsdreher. Okay, neues Setting. Blaues Licht, Nebel ist am Start. Leute, und wir sind in der blauen Bowl. Wir haben hier zwei Molds, das heißt einmal hier und einmal da. In die müssen wir droppen. In der Mitte geht es dann rein. Und dann 9 Kämpfe, Best of 9 jetzt an der Stelle hier. Halbfinale. Unge versus Gnu. Ich spiele für Gnu, du für Unge. Wir zeigen nochmal beide Kreisel. Ich habe hier, ich mache es in der Top-Down-Cam, saftiges Gnu mit einer sehr stabilen Base, einem schönen Angriffsring, sehr aggressiv und einem unglaublich großen Topper. Vielleicht sogar dem größten, den wir bis jetzt hier gesehen haben. Und Ju mit Unges Kreisel. Ich würde sagen, wir gehen rein ins erste Halbfinale vom Beyblade Twitch Champions Cup. Best of 9. Best of 9. Runde Nummer 1. 3, 2, 1. Let it rip! Ganz aggressive Arena hier. Ich halte sie mal ein bisschen fest. Oh mein Gott, was wir hier für Sounds haben. Beide wirklich extrem, lassen hier kein Haar ineinander. Das ist wirklich verrückt. Wer ist rot? Wer ist rot? Rot ist Unge. Gnu hier am Tänzeln. Gnu! Beide sich hier durch diese Arena seitwärts gedreht und gebremst. Das war fast ein Unentschieden, oder? Ich würde sagen, es war Simon tatsächlich. Es war Simon, ja. Es war ein Unge, der sich hier weiterhin gedreht hat. Dann würde ich sagen, Runde Nummer 2. Best of 9. Unge versus Gnu. 3, 2, 1. Let it rip! Boah, ich hab den Hass gezogen. Ich hab den Hass gezogen. Schiri, halt die Bowl fest. Oh. Seitenhiebe hier. Nice Match. Beide berühren sich ja, nicht, gar ja, nicht. Ja, 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 ja. Die tanzen, sie tanzen. Es geht hier um die sehr Ausdauer. Hier einen Burst zu sehen zwischen den beiden würde mich extrem wundern. Oh! Und da ist Smoother, es passiert. Das war richtig, der Simon kommt und dann schickt hier ja, so ja, das ja, Messer ja, so rein, weißt du so? Er kommt von hinten und einfach so beim Vorbeigehen, so, weißt du? Messer, so, ja, 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 ja. Wie das aus? Sollen wir die kurz kleben? Definitiv, ja. Okay. Und 3, 2, 1. Let it rip! Was ist passiert? Ich glaube, Gnu war eine Sekunde länger. Videobeweis wird geholt. Was sagt der Schiri? Siehst du das? Das hat erst Unge hat es tatsächlich zuerst zerlegt. Es ist kein Unentschieden. Wir haben hier Videobeweis gehabt vom Schiedsrichter. Den lassen wir gelten. Gnu hier mit einem 2:1 Comeback. Ich hab's gesagt, ich hab's gesagt, ich hab's gesagt. Okay, Runde Nummer 4. Und 3, 2, 1. Let it rip! Oh, Digga, die knallen hier aneinander. Die haben wirklich Bock aufeinander. Oh. Alter! Oh. Noch ein Burst für Gnu. Unglaublich. Das ist wirklich eine Todesarena hier. Das ist eine Arena, in der nicht getanzt aber wird. Aber wie viel gebürstet wird gerade. In der Arena hier wird nicht getanzt. Unge, 3:1 in Führung. Simon ist einfach auch immer viel zu glücklich. Ja. Der soll doch mal verlieren. Der soll einfach mal weinen. Ja. Okay. 3, 2, 1. Let it rip! Alter. Aggressives Duell hier. Aggressives Duell. Es scheppert ordentlich, hier. Gib das oh, den Burst. Oh, oh. Oh, Gnu. 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 Ja, ja, Gnu hier mit dem Gnu. Win. Stark. 2:3. Es ist wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier. Es ist verrückt. Es ist wirklich verrückt. Es ist einfach nur verrückt, was es hier für Möglichkeiten, was es hier für Paarungen gibt. Das ist insane. Und 3, 2, 1. Let it rip! Gnu! Gnu! Unge! Dominiert! Zerlegt! Unge! Zerlegt ihn ja komplett! Oh, oh! Und Gnu scheppert es aber auch nochmal auseinander. Aber trotzdem, Punkt für Gnu. Das war richtig so, die tötet dich, dann macht die so. Okay. Und 3, 2, 1! Let it rip! Alter! Was? Yes! Alter! Was passiert? Unge mit einer unglaublichen Dominanz hier reingescheppert. Hast du diesen Feuerball gesehen? Digga. Au! 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 Alter, das war krass. Junge, 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 Junge. Unge, 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 Unge. Erster Matchball hier für Unge. Was macht Gnu? Holt sie das Ding? Ich denke schon. Ich glaube auch. Ich glaube, dass wir in dieser Runde nochmal ein Comeback sehen, damit es ganz spannend wird. Die haben Bock drauf, die beiden. Und 3, 2, 1. Let it rip! Gnu hat's an der Bande zerlegt. Sie hat sich selbst zerlegt. Gnu hat's einfach an der Bande zerlegt.
Unge, damit unser erster Finalist mit einem Endpunktestand von 7 zu 5, oder? Nein, 5 zu 3. 5 zu 3 für Unge, der Erste, der hier im Finale einziehen darf. Gut gespielt, Gnu, stabiler Kreisel, wirklich sehr, sehr guter Beyblade. Diese Arena ist tödlich, diese Arena ist böse und jetzt gehen wir weiter in die nächste Paarung. Romatra, ich spiele Romatra gegen Weltenfresser. Wir haben wieder gewechselt. Romathandriel oder Weltenfresser. Wer zieht jetzt ins Finale ein? Battle Nummer 2. Let's go. 3, 2, 1. Let it rip! Romatra nimmt hier sehr, sehr viel Speed raus. Alter. Speed. Weltenfresser aber hier. Oh, krass. Unterlegen tatsächlich durch den. Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Gabe hat gewonnen noch! In der allerletzten Nanosekunde! Das gab's noch nie! Romatra einfach so. Nö! Weltenfresser jetzt hier noch gewonnen. Romatra hat sich so ein siegessicher gefühlt und dann ist er zerfetzt. Krass. Okay, Runde Nummer 2. Best of 9, Halbfinale. 3, 2, 1. Let it rip! Romatra, Weltenfresser zerlegt. Romatra mit einem 1 zu 1. Wahnsinn. Zwei sehr starke Kreise. Ich würde sagen, los. 3, 2, 1. Let it rip! Romatra fatzt hier über die Bande immer wirklich und greift jetzt an. Guck mal, wie schnell Romatra ist. Das ist so krass. Oh, Weltenfresser! Der Weltenfresser frisst den Welte. Das ist Wahnsinn. Romatra ist Welte mit Nachnamen. Das ist so lustig. Der Weltefresser. Der Weltefresser. Weltenfresser Community Member von Ju. Ich würde sagen, wir gehen rein. 3, 2, 1. Let it rip! Wow. Alter. Der dreht sich noch tot. Die Leiche dreht sich noch. Der legt hier eine Performance hin. Weltenfresser. Das ist Wahnsinn. 3 zu 1 mittlerweile. Romatra, es wird eng. Du musst jetzt ein Comeback starten. Ich würde sagen, wir gehen rein in die nächste Runde. Romatra, Comeback jetzt, Digga. Ich ziehe jetzt mit aller Power. 3, 2, 1. Let it rip! Romatra! Romatra! Oh. Romatra! Das war Romatra. Alter, das Ding ist mir fast ins Gesicht geflogen. Digga, was für ein Best! Romatra. Romatra hat gewonnen, ne? Ja. Warte erst, ne? Okay? Ja. 3, 2, 1. Lion Rip! Was für Sounds! Aggressivität in den Luft. Romatra will ihn hochheben. Geht hier auf alles. Der geht hier auf alles. Weltenfresser kommt. Weltenfresser strauchelt. Oh, beide verlieren gerade Stamina. Oh. Romatra! Das Ding geholt. Romatra. Zwischenstand. 3 zu 3. Okay. 3, 2, 1. Let it rip! Digga. Boom! Romatra tänzelt aus. Romatra tänzelt das hier gerade aus. Weltenfresser hier hart am Straucheln. Oh! Ausgenockt. Ja, Romatra über Zeit mal wieder. Nee. Romatra über Zeit das Ding geholt. 4 zu 2. 4 zu 3. 4 zu 3. 4 zu 3. Der kriegt aber Punkte abgezogen jetzt. Matchpoint für Romatra damit. Matchpoint. 3, 2, 1! Let it rip! Romatra geht hier auf kleine Seitenhiebe. Uiuiuiui, spannend. Oh, sehr spannend. Weltenfresser wird hier gerade ausgetanzt. Romatra tanzt drumherum. Romatra immer. Bremst ihn jetzt wieder aus. Tankt das Stamina. Romatra das Ding hier über Stamina geholt. Wenn er jetzt nicht burstet. Nein, das Romatra damit im großen Finale. Gegen Unge. Gegen Unge. Weltenfresser extrem gut gespielt. Community Member bis im Halbfinale. Sehr strong. Romatra versus Unge. Was für ein Finale. Wir schauen in den Turnierbaum. Brauchen wir gar nicht, denn das Finale besteht zwischen Romatra und Unge. Wir nehmen die OG Arena. Wir kehren zurück. Ich würde sagen, wir gehen rein in die Olga, Leute. Let's go. Yes. So, Leute. 3, 2, 1. Let it rip! Romatra versus Unge. Duell der Giganten. Romatra zerfetzt es! Romatra zerfetzt es instant. Alter, sogar der Feuer, aus der Arena raus. Das hatten wir auch noch nicht, oder? Nicht, nee. Aus der Arena raus. Das war strong. Unge hier als feuerroter Drache zugeschlagen. Ja, Wahnsinn. Direkt draufgehauen. Runde Nummer 2 vom großen Finale. In 3, 2, 1. Let it rip! Unge wird hier wirklich gut ausgebremst, kassiert hier Seitenhebe noch und nöcher. Bremst hier Romatra aus. Nee, Romatra, sie mal mit ausgebremst. Romatra hier wirklich
sehr, sehr stabil über die Zeit stabil, performt. Romatra macht oft auf Ausdauer. Romatra ist wirklich der verteidigende, einsteckende Boss. Und wenn Romatra das mit der Ausdauer austanzt und Ungern nicht burstet, dann ist das relativ krass. Aber man sieht auch hier, Ungern hat auch seine Überraschungsmomente. Wenn der einmal zuschlägt, dann bleibt da nichts mehr stehen. Ja, ein Punch von ihm, tot. Eins. Ist so Zeithammer-Modus. Ja, wirklich, genau. Okay, Runde Nummer 3. Und 3, 2, 1. Let rip! Oh mein Gott, Romatra hier auf der Top-Lane geht nach oben. Alter, wird immer schneller. Unge kassiert hier wieder ein paar Hiebe. Oh, und Romatra burstet nochmal. Das war ein sehr schöner Burst. Das muss man an der Stelle sagen. Hätte ich nicht erwartet. Mhm. Hätte ich gerade jetzt zu dem Zeitpunkt nicht erwartet. Aber ich glaube, das ist das Ding. Sehr schön, ne? Ich glaube tatsächlich, dass wenn Romatra... Ich glaube, wenn Romatra zu oft einsteckt, dann dreht sich sein Top ein bisschen zu sehr in die falsche Richtung und er kassiert. Mhm. Und Nummer 3. 3, 2, 1. Lay rip! So laut mittlerweile schon. Das sind zwei Top-Kreise, die man hier sieht. So krass bin ich. Boah, schon wieder. Romatra wird schon wieder gebürstet. Das kann nicht sein. Wie kann es sein, dass Simon... Simon hat hier wirklich einen unglaublichen Kreisel am Start. Das ist der sicherste Kreisel. Ist ja noch nichts verloren hier, ne? 13 Runden haben wir insgesamt. Okay. 4 bis jetzt gespielt. Mhm. Runde Nummer 5. Ihr seid bereit, ja? Mhm. Stellt euch an. Danke schön, Schatz. Und 3, 2, 1. Lay rip! Unglaublich. Er rastet, er tanzt einfach. Er tanzt. Unge geht hier auf eine Rampage. Romatra droppt in die Bowl und kassiert instant. Das ist nicht normal. Ready? 3, 2, 1! Lay rip! Ich hab mittlerweile schon Angst bei jeder Berührung. Mega aggressiv. Alter, mega aggressiv. Die sind so schnell mittlerweile. Es ist unglaublich. Das ist verrückt. Er ist so strong, dieser Kreisel. Das ist verrückt. Unges Kreisel ist für keinen ein Gegner. Romatra holt ein paar Punkte. Ja, es wird Zeit. 3, 2, 1. Let it rip! Komm, lauf weg, Romatra. Lauf weg. Du musst ihn nur austanzen. Du musst ihn nur austanzen. Dann verliert er. Er ist träge und langsam. Romatra, du bist schnell und flink und agil. Du kannst das. Wenn Romatra jetzt nicht burstet. Oh ja, ja. Krass. Da ist es, das Comeback. Das ist das Krasse. Der Simon kann noch explodieren. Kann explodieren, ja. Komm, wenn er jetzt explodiert, ist er cheat. Ja, hat man vorhin auch. Jetzt. Ja! Das war's. Schönes krass. Ding. 3, 2, 1. Let it rip! Boah. Das sind harte Schläge hier wieder. So harte Schläge. Aber Romatra tänzelt wieder aus. Lauf, Junge, lauf! Oh. Okay, Simon wartet. Simon wird aber ausgebremst. Das ist nicht wahr, das kann doch nicht wahr sein. Simons Kreis ist so strong, Alter. 6. Wenn Simon jetzt gewinnt, hat er es gewonnen. Krass. Okay. Bist du ready? Okay, rein in die Arena. 3. Aus vollstem Hals, du. 2. 1. Let it rip! Oh mein Gott, ich kann es nicht kommentieren. Oh, Romatra! 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 Hat ihn gebürstet! Romatra! Romatra! Dass er da nochmal ihn bürstet. Dass Romatra ihn wegbürstet. Das ist der Plot-Twist. Das ist ja aber nicht verrückt. Was für ein Finale, meine Damen und Herren. Was wir hier erleben dürfen, ist unglaublich. Hier wird Sportgeschichte geschrieben. Oh mein Gott! Die Magic liegt im Kreisel. Okay. Aus vollstem Hals wieder, Drew. Ja. 3, 2, 1. Lyric! Delay. Ja? Digga, Felgenabrieb. Oh mein Gott, Romatra tanzt aus. Ja, Romatra ist aber ein bisschen confused. Vorsichtig jetzt hier. Okay, er hat sich wieder. Oh, er nähert sich. Er tänzelt ihn aus, wenn es jetzt keinen Burst gibt. Oh, er hat... Oh. Was war's? Ich kann's nicht sagen. Shiri? Lass neu machen. Ja? Lass neu machen. Wir gehen in die Wiederholung. 3, 2, 1. Let's! Wow! Alter, komplett eskaliert! Unge hat gewonnen! Unge holt sich den Titel! Erster Beyblade Streamer Champion! Alter. Unglaublich! Romatras Eingeweide wurden hier rüber gefetzt! Leute, was für ein unglaubliches
Turnier! Wahnsinn! Trimax kreise noch einmal gegen Unge, aber was Unge sich hier zusammengezimmert hat, ist unglaublich. Komm, letztes Mal Trimax gegen Unge. Let's go, komm. Unglaubliche Liebe, Digga, das ist geil. Wenn Trimax gewinnt, dann Sieger der Herzen. Ja. Und 3, 2, 1, Let it rip! Oh mein Gott, was? Boah, aggressiv. Beide. Jetzt ruhig. Oh, Unger Block. Das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Das ist unglaublich, beide sehr stark. Trimax besiegt Unger und ist damit Sieger der Herzen geworden. Meine Damen und Herren, Ju, setz dich kurz zu mir. Sehr, sehr strong, sehr strong. Unglaublich geil, Digga. Das hat so Spaß gemacht, Junge. So nice, wirklich. Sehr nice. Insane, wir machen das. Richtig coole. Wir machen das auf jeden Fall nochmal. Wir machen das auf jeden Fall nochmal, Leute. Ich schicke meine Leute auf jeden Fall rüber zu Remarca. Es war unglaublich nice. Hat richtig Spaß gemacht, Digga. Wir wiederholen es auf jeden Fall. Vielleicht sogar schon in ein, zwei Wochen, wer weiß. Nee, Digga, ich hab doch Netflix jetzt. Die ganze Zeit? Ich hab super. Ja, bis 17. April, danach bin ich ready. Nee, wir müssen das demnächst nochmal machen. Das geht nicht. Ich hab ein paar freie Tage, aber. Dann müssen wir die machen. Die einzigen freien Tage, die ich habe, direkt ein Beyblade-Event mit dir. Ja, absolut. Das einzige Burnout. Absolut richtig, Digga. Es hat unglaublich Spaß gemacht. Checkt auf jeden Fall alles bei Ju aus. Vielen Dank für das Team. Danke an Alex, danke an Thomas. An Julius und an Tobi. Grüße geht raus. Wir saßen den ganzen Tag dran. Auch an der Stelle. Shoutout da. Kann man ja sagen, dass wir die Sachen hier zugeschickt bekommen haben. Hast du? Super nice. Und ich würde sagen, rein in die Masse. Leute, es war unglaublich geil. Wir haben Bock. Wir machen das nächste Mal nochmal. Wir planen es nochmal ein bisschen anders, richtig, dass jeder eventuell seine eigene Beyblade richtig, wir schicken euch vielleicht Teile alle zu oder sowas. Aber Sets. Trotzdem kann man immer noch sagen, wenn man keinen Bock hat, selber welche zu kaufen, dann kann man auch unsere nehmen halt. Richtig, ne? Genau. Beziehungsweise wir würden halt nochmal neue, irgendwie größere. Richtig. Wir können auch solche großen Beyblades. Digga, einfach riesige Beyblades. Nägel. Und Flammenwerfer und Todeskreise. Ja. Leute, das war's von diesem Arsch. Ein Event. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich bin morgen wieder live. Ju wahrscheinlich auch. Ah, da halt am Maul. Ich bin raus an der Stelle. Macht's gut, haut rein. Bis dann und viel Spaß bei Remarca. Ciao.